Vielleicht können wir ja einfach unter Wasser ein bisschen gucken. Wartet. Hä? Wir sind Jesus. Unser Bus kann übers Wasser fahren. Wie geil ist das denn? Man gluckert nicht mehr unter, sondern ich bin scheinbar ein Amphibienfahrzeug. Oh, da ist eine Brücke. Scheiße! Scheiße! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Meine Damen und Herren, wir haben am heutigen Tag eine extrem wichtige Mission. Und zwar geht es von München nach Regensburg. Und ein alter Arbeitgeber ist zurückgekehrt zu uns, Reisebüro Penner. Und Leute, wir sind ja immer auf wetterdynamisch gefahren. Aber wir wollen es heute mal richtig chaotisch. Wir wollen einfach mal schön lockerflockig im Schnee fahren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Das ist kein Schnee. Hallo? Das ist Regen. Ich habe 1000%ig Schnee ausgewählt. Vielleicht ist das Schneeregen. So, jetzt gehen wir rein. Ach, Reisebüro Penner. Immer wenn ich Geld brauche für meine 170 Kinder von 82 Frauen. Erstmal mocken wir die Tür wieder zu. Ah, da ist er doch, der Scheibenwischer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal im Regen muss ich nicht unbedingt fahren, beziehungsweise im Schnee. Aber wir probieren das einfach heute mal. Muss ja alles mal so ein bisschen getestet haben. Links oder rechts? Navi? Bestimmt nach links. Das ist so ein bisschen hellgrau. Das sieht gut aus. Ah, perfekt. Weshalb ich heute übrigens auch München ausgewählt habe. Ich habe ja letztens gesagt, dass ich von Frankfurt aus fliege nach Amerika zur E3. Das stimmt nicht. Ich fliege von München aus. Da wusste ich gar nicht. Ich hatte so zwei Sachen, da stand ich auf Warteliste. Einer ging von Frankfurt und bei dem Münchner Flug wurde ich bestätigt. Und dementsprechend, ja, geht's von München nach Los Angeles. So, Vorsicht. Ha! Oh, warte! Oh, Gott! Oh, nein! Entschuldigung! Auch! Hallo? Entschuldigung! Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer benutzt denn heutzutage noch eine Telefonzelle? Ey, Leute, ich häng fest. Was? Scheiße! Ja, da schulden wir der Stadt München einfach mal eine Telefonzelle. Oh, das schaffe ich noch. Grüne Ampel. Endlich nach den Regeln gefahren. Tipptopp. Ich weiß nicht, ob das gerade daran lag, dass die Fahrbahn so nass war. Oder? Ha, das ist ja noch jemand von Reisebüro Penner! Hi. Tschüss. Also die Bremswege sind viel, viel länger. Was natürlich auch realistisch ist. Aber ich hätte das niemals so eingeschätzt. Vielleicht habe ich auch immer nur zu spät gebremst. So, wir müssen die Larrys jetzt mal alle einsammeln. Hallo, Boys and Girls. Pidizli Star. Euer Retter in der Not. Moinsen. Grüezi. Ja, Mai. Guten Tag. Junge, du hast aber auch... Hast du eigentlich Lippen? Die sind weg. Ich finde es auch klasse, dass ihr alle reden könnt, ohne mit den Lippen in irgendeiner Weise irgendwas zu machen. Also ihr scheint Bauchredner zu sein. Osnabrück, Mann, dass du wegkommst. Die haben mir... Ich dachte, jetzt schiebst du das auch noch auf andere Leute. Alle eingecheckt. Jetzt werden die Lugen geschlossen. Und dann geht's los, meine Damen und Herren. Ich möchte mich wie immer bei Ihnen noch kurz vorstellen. Mein Name ist Paluten. Meine Busse sind prädestiniert dafür, öfter mal umzukippen. Tote gab es noch nie, Verletzte waren auch. Eine Seltenheit, meine Damen und Herren. Es ist jetzt Ihre letzte Chance, auszusteigen. Hier können Sie runter. Oh, warte, kann man hier auf die Toilette? Checkt die Passagiere ein? Ich hab doch alle eingecheckt. Da ist ja noch einer. Was machst du denn noch hier? Alle an Bord? Dann geht der Pidizzle Express jetzt los. Pidizzle Extreme von München nach Regensburg. Ah, wartet. Ja, ich mach das kurz. Wartet. WLAN, Küche, WC. Und alle sind, oh Gott, zufrieden. Hui, ja, da bin ich elegant, habe ich da angetäuscht, ne? Vorsicht, Todd! Da sind die Bullen. Was hat denn da gerade? Was geht denn hier ab? Ja, das frage ich mich auch, Alter. Oh, ich wurde geblitzt. Scheiße, oh! Junge, ist ja völlig verrückt. Einfach so vor mir abzubiegen. Hoi, 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 hoi. Alles gut. Gleich kippt der Bus noch um. Nein, Omi. Der Bus wird nicht umkippen. Glaub mir. Spätestens dann, wenn wir Offroad fahren, dann kippt er um. Das ist hier nicht die Formel 1. Nee, das wäre aber schön, wenn das die Formel 1 wäre. Mein großer Traum war nämlich Formel 1-Fahrer und nicht irgendwelche komischen Leute von A nach B zu fahren. Tankstellen-Challenge. Ja! Ich nehme auch mal die Formel 1.
alles easy. Tankstellen-Challenge haben wir eigentlich geschafft, oder? Aber jetzt haben wir die... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt auf einmal hier? Es hat astrein funktioniert. Ich bin wieder on the streets. Was müssen wir denn da für einen Schlenker machen? Kann ich nicht einfach gerade... Warte mal. Was ist das dann? Ich kann hier angeblich... Ja, wir können ja beide Touren hier fahren. Machen wir Landstraße oder... Aber Autobahn ist schneller, ne? Ja, Autobahn ist schneller. Obwohl, Autobahn können wir keine Abkürzungen nehmen. Nee, das ist schneller, bevor wir hier einmal rumgetuckert sind. Nee, 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 Leute. Glaubt mir, vertraut mir. Ich mag das. Kein Alkohol am Steuer. Ich trinke kein Alkohol am Steuer, aber danke, dass du das sagst. Ich habe nämlich echt Durst. Guck mal, ist ja viel besser hier. Bisschen Offroad. Guck. Könnten Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Nein, wir fahren perfekt. Nein, was mache ich? Ich muss ausweichen. Runter, alle da ist ein See. Ah, aber nein. Diese nicht. Ich muss hier hoch. Obwohl, vielleicht können wir ja einfach unter Wasser ein bisschen gucken. Sie warte. Etwas hä? Wir sind Jesus. Unser, unser Bus kann übers Wasser fahren. Das gibt es doch nicht. Wie geil ist das denn? Man gluckert nicht mehr unter, sondern ich bin scheinbar ein Amphibienfahrzeug, das komplett auf dem Wasser fahren kann. Fahrzeug auf Gelände. Nee, es wäre schön, wenn wir auf dem Gelände fahren würden. Warnung, Wasserfahrzeug, Alter. Ist hier vorne die Autobahn? Oh, was ist denn hier? Was ist denn das? Ha! Könnten Sie bitte astrein etwas heizen? Ja, das mache ich, Alter. Ich habe mich jetzt allerdings gefragt, ob ich die Klimaanlage anstellen soll oder ob er mehr Stulle benötigt. So, ich fahre mal vielleicht doch auf die Autobahn. Die Frage ist allerdings, habt ihr Leitplanken da vorne? Ja, dann komme ich leider bei euch nicht mehr drauf. Da gehe ich doch wieder zurück. Huh. Was bist du denn für einer? Hallo? Der fährt ja sogar. Moinsen, Alter. Wie riesig der ist. Hä? Oh, hallo. Mal wieder hier. Uiuiuiui. Mir wird gleich schlecht. Ja, mir auch. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ja, warte, ich mach das. Hier geht's ja, ist ja sowieso gerade aus. Klimaanlage ein und dann plus. So, 23 Grad, Leute. Machen wir wieder an die Tempomat, können wir noch nicht. Oh, hier wieder abkürzen, Leute. Sind auch nur noch zackig, knackige 100 Kilometer. Vielleicht kippt der Bus noch um. Nein, der kippt nicht um, Mann. Ich bin Vollprofi. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Kann das sein? Ja, du hast meine Varro 4-Folgen gesehen. Ja, er ist nicht ganz so perfekt, mein Orientierungssinn. Aber kein Grund, darauf rumzureiten. So, jetzt kann der Tempomat angeschaltet werden. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ist das kalt? Junge, wir haben 23 Grad. 23 Grad und ein Pullover? Was bist du denn für eine Milchtüte? Oh, die beiden schnapp ich mir. Mit der weltbesten Abkürzung. Über den Acker. Wow! Astrein. Was für ein Seegang ist das? Ja, das ist Seegang Sprungschanze. Hier könnten wir auch geradeaus. Oder? Das ist nur eine ganz kleine Sprungschanze. Sein? Ja, soll so sein. Glaub mir, vertrau mir. Oh, oh. Oh. Oh Gott. Slalom. Alles astrein, Leute. Das kriege ich hin. Jawohl. Perfekto. Oh, da ist noch mal ein bisschen Wasser. Nein! Nein! Wieso? Wir waren noch ein Unter... Ich habe mich wieder aufgestellt. Perfekt. Da kommen wir. Wie Phönix aus der Asche. Aus dem Wasser. Zack. Jetzt haben wir gerade Glück gehabt. Entschuldigung. Wir sind gerade auf dem Weg nach Regensburg, junge Dame. Das ist kein Problem. Wir sind bald da. Nur noch 79 Kilometer. Und meine weltbekannte Abkürzung, die bringt uns... Oh Gott, nicht auf die Sprungschanze. Hui. Die bringt uns sicher ans Ziel. Also sie bringt uns ans Ziel. Ob sicher, weiß ich nicht, Madame. Hier könnte noch ein harter Baumstamm irgendwo sein. Oh. Okay, schnallt euch mal bitte alle ganz kurz an, okay? Ihr könnt es gleich ein bisschen rund gehen. Und runter. Ja, sehr gut. Jetzt hier schön in den Straßenverkehr wieder einfädeln.
Und dann... Fahren Sie Slalom. Hoi. Kurz angetäuscht. Alles gut. So, geradeaus Regensburg. Ja. Ich kotz gleich. Ja, mach doch, Alter. Ich wisch die Scheiße nicht weg. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht wahr? Was willst du denn, Alter? Wer bist du denn? Hä? Oh Leute, das riecht doch schon wieder nach Abkürzung. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich möchte wirklich nicht, dass wir umkippen. Aber das wir müssen ist hier ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Ja, warte. Ganz vorsichtig und seicht über den Hubbel. Sehr gut. Bis dato. Ist das die richtige Richtung? Ja, ist die richtige Richtung. Psst. Sind wir noch keinmal umgefahren? Ach doch. Ja, aber wir haben uns wieder aufgerichtet. Die Frage ist, ob das als Umkippen zählt. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Meiner Meinung nach zählt das nicht als Umkippen. Ist hier vorne? Ist hier eine Brücke oder so? Oh, da ist eine Brücke. Scheiße! Wir werden alle sterben. Nein. So, wir sind auf der Brücke. Da unten sind richtige Schienen. Guck mal da. Wird mal Zeit für friggin' Train Simulator. Diesel, die alte Chuchu-Bahn. So ICE wäre auch geil. 22 Kilometer noch. Dann habt ihr es alle geschafft, Leute. Bis dato hoffentlich noch keine Toten und keine Verletzten. Und da kehren wir ein in Regensburg, meine Damen und Herren. Ja, das passt ja. Auch wenn ich immer noch sehr enttäuscht bin vom angeblichen Schnee. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Nein. Wir wollen doch schnell da sein. Über eine Stunde fast zu früh. Da solltet ihr mir noch mal ein bisschen Trinkgeld geben. So, guten Tag. Hallo, Mr. Ampel. Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Du warst doch noch nie in einer richtigen Wildwasserbahn. Hier müssen wir jetzt rechts. Ausnahmsweise dann mal nicht die Ampel mitgenommen. Vorbildlich. Puh, wir sind aber ordentlich Autos. Oh, da vorne. Leute, ihr habt's geschafft. Darf man nicht so schnell fahren? Doch, darf man. Ich schon. Wir sind schon da? Ja, wir sind schon da, Leute. Motor aus, Türe auf. Dann bedanke ich mich bei euch allen. War eine gute Fahrt. Außer du, Bella. Andi, wer war Bella? Ich habe keine Ahnung mehr. Schnell raus hier, bevor mich noch irgendjemand verklagt. Ja, Leute, ihr steckt wieder alle im Boden fest. Das finde ich gut. Wir loggen uns aus. Und jetzt kommen die Lorbeeren, meine Damen und Herren. Jetzt wird hier mal wieder ordentlich bewertet. Das ist wieder tipptopp, ey. Service, Astrein, hier, Leselichtfreigabe zu 100%. Verkehrsregeln, 11 Sachschäden. Ein Unfall nur. Radarkontrolle, Fahrverhalten. Ja gut, das ist natürlich, klingen wir lieber auf Fortfahren. Leute, das war's mit der heutigen Folge vom Fernbus-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal eine kleine Bewertung da und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.